Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich hier, Sie zu unserem Workshop hier Montagabend im Internet begrüßen zu dürfen. Und ja, ich freue mich sehr, dass Sie da sind und mir hier folgen. Natürlich freue ich mich auch, wenn Sie sich die Aufzeichnung anschauen im Nachhinein, denn da können Sie ja auch immer noch im Chat die Fragen stellen. Nach Aufzeichnung des Live-Workshops verschicken wir immer noch die Aufzeichnung mit allen Folien, die Sie dann auch eben noch runterladen können und wie gesagt im Chat auch noch Fragen stellen können, die uns erreichen und die wir Ihnen gerne auch beantworten. Ja, ich freue mich, für mich ist das mal wieder was Besonderes heute, weil eigentlich mein Vater Urlaub hat, aber der ist nichtsdestotrotz ist er mit dabei hier und unterstützt mich im Hintergrund, um eventuell schon mal die Beantwortung Ihrer Fragen, die Sie hier live im Chat stellen, vorzubereiten. Meine liebe Mutti unterstützt dort auch natürlich sehr gerne, aber nichtsdestotrotz hat er Urlaub und für mich ist das eine große Ehre, dann eben die meisten Geschicke der Firma, unserer Firma hier dann in fast seiner Abwesenheit mit dann zu handeln und zu übernehmen. Und ja, wir machen das ja schon immer wieder mal, aber nichtsdestotrotz ist immer noch was ganz Besonderes für mich hier, ihn so zu vertreten und eben für mich alleine zu sein. Und auch dieses Vertrauen, was ich da bekomme, das ist natürlich ein riesengroßes Geschenk, was ich da habe und was ich natürlich auch zu schätzen weiß. Aber wir sind jetzt hier nicht da, um irgendwelche Sentimentalitäten auszutauschen, sondern um hier im Workshop Agile Care dazu beizuwohnen, Sie und ich Ihnen Informationen mitzuteilen. Und dann möchte ich damit auch gleich hier mit anfangen und mit der Präsentation starten. Heute, 15. April 2024, Montagabend. Und wir haben hier unseren Workshop. Und diesmal vergesse ich es nicht, Ihnen hier die Folien direkt zum Download zur Verfügung zu stellen. Das können Sie ja die ganze Zeit des Workshops im Hintergrund, können Sie dann für sich die Folien, meine Unterlagen herunterladen, sich abspeichern und dann können Sie da immer wieder drauf zurückgreifen. Was nicht fehlen darf, Achtung, wichtiger Hinweis, diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Liebe Anwender und Teilnehmer, hier im Agile Care Workshop geht es ja um Agile Care, um die Methode, um den Einsatz zur Eliminierung störender Mikroorganismen. Das ist es, was alle Erkrankungen, Beeinträchtigungen, Missempfindungen gleich haben. Es befinden sich Mikroorganismen, also Bakterien, Viren, Würmer, Pilze, andere Einzeller. Diese befinden sich auf Zellenebene in Disbalance und schädigen unsere Mitochondrien, vermehren sich, um in Symbiose mit der Erkrankung zu existieren. Und Ziel ist es, diese Störer loszuwerden, sodass sich unsere Zellen auf Zellenebene erholen können, die sich neu bildenden Zellen ohne die Belastung sich entwickeln können und sich somit unser Körper heilen kann. Dabei ist es ganz gleich, wie die Erreger zu uns gekommen sind, ob es sich um eine Infektion der Mikroorganismen handelt, ob auf Zellenebene ein Milieu existiert, welches Mikroorganismen auf den Plan ruft, oder ob durch eine Verwundung mit Infektion die Mikroorganismen leichtes Spiel haben, sich auszubreiten. In all diesen Fällen bringt die gezielte Eliminierung der Störer die Verbesserung, die Sie an der Verbesserung Ihrer Lebensqualität bemerken.
Ich habe hier ein Beispiel für Sie mitgebracht. Und zwar das Beispiel Knieschmerzen oder Kniegelenkschmerzen. Die Schmerzen werden eventuell begleitet durch eine Schwellung, eine Rötung und oder Wärmeentwicklung, also lokal, was alles auf einen entzündlichen Prozess hindeuten kann. Gezielt hier die störenden, sich in Disbalance befindlichen Mikroorganismen zu eliminieren, ist ein wichtiger Schritt für die Verbesserung der Lebensqualität. Und unsere Empfehlung aufgrund der vielen, vielen positiven Rückmeldungen bezüglich dieser Fragestellung lauten A167 Kniegelenkschmerzen, A272 rheumatische Arthritis und A371 Chlamydia Pneumonie. Es sind, wie gesagt, die für diese Fragestellung typischen und in Rückmeldung an uns mit positiven Ergebnissen eingesetzten Anwendungen hier aufgeführt. Der Name der zweiten Empfehlung deutet darauf hin, dass eventuell im gesamten Körper, also den Gelenken im gesamten Körper, eine Schwächung auftreten könnte. Es geht ja nicht um eine Diagnose dabei, jedoch das Wesen der beteiligten Störer ist so geartet, dass man sie vielfältig im Körper antrifft, in manchen Bereichen vielleicht noch nicht, in dem Maße, dass sie Beeinträchtigungen verursachen bzw. daran beteiligt sind. In diesem Fall macht es durchaus Sinn, noch näher an den Ort des Geschehens heranzugehen, um dort die Frequenzmuster zuerst erfolgreich einzusetzen. Im Beispiel Knieschmerzen oder Kniegelenkschmerzen gelingt das sehr gut durch den Einsatz der großen Haftelektroden statt der Handelektroden. Sie finden in unserem Shop große und kleinere Haftelektroden. Wichtig dabei ist, für den Einsatz mit Agilcare sind nur die großen Haftelektroden geeignet. Das steht auch bei der Produktbeschreibung dabei. Daran können Sie das erkennen. Die kleinen Haftelektroden sind Zubehör für das Vevotom Premium, unser kleines Wunder gegen Schmerzen. Das Vevotom Premium kann man hier bei Knieschmerzen auch prima einsetzen. Es hat sich aufgrund der Hochtonfrequenztherapie, die hier verwendet wird, sehr gut bei Schmerzen des Stützenbewegungsapparates, also zum Beispiel Lumbalgien, Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen, aber auch bei Nervenschmerzen und sogar Monats- bzw. Menstruationsschmerzen sehr bewährt. Das hier nur als Ergänzung. Wir waren ja eigentlich beim Einsatz der großen Haftelektroden. Hiermit kommt man also sehr gut lokal an die betreffende Region heran zur bevorzugten Eliminierung der vorhandenen Erreger dort. Als drittes haben Sie hier unsere Empfehlung aus der Gruppe Parasiten direkt aufgeführt, nämlich Chlamydia pneumoniae. Das ist ein ganz spezieller und vielfältig anzutreffender Feind bei uns im Körper. Chlamydia oder auch Chlamydophila pneumoniae ist ein sogenannter Humanpathogen. Das sind Erreger, die sich unseren menschlichen Körper gezielt als Wirt ausgesucht haben. Und in dem Fall wird er auch besonders aktiv. Zuerst wurde der Erreger in der Lunge gefunden, daher der Zusatz Pneumonie. Zu finden sind diese Erreger auch in den Plaques, wenn es um Arteriosklerose geht. Und sie finden sich bei entzündlichen Gelenkserkrankungen und Beschwerden wieder. Sie sehen also hier auch der Zusammenhang mit rheumatischer Arthritis. Und ich denke, das erkennen Sie auch. Somit lautet in der Fragestellung Kniegelenkschmerzen auch bei der Anwendung Chlamydia pneumoniae die Empfehlung, hier die großen Haftelektroden für Agilcare einzusetzen. Wer hier noch effektiver vorgehen möchte, der setzt Agilcare parallel ein. Agilcare parallel mit zwei Kanälen statt einem Kanal. Ein Kanal kann mit Haftelektroden bestückt werden und diese direkt am Knie angebracht werden. Der andere Kanal kann zum Beispiel auch mit Haftelektroden versehen werden und diese an den beiden Fußsohlen angebracht werden. Oder es werden die Handelektroden am zweiten Kanal angebracht. In jedem Fall bietet dieses Vorgehen
mehr Effektivität beim Eliminieren der betreffenden Mikroorganismen und bietet die Möglichkeit, hier schneller für sich voranzukommen. Diejenigen, die ein AgriCare Pro haben, können dieses mit dem Erweiterungskit aufwerten und dieses bietet ihnen somit dieselbe technische Vorgehensweise, wie sie es in AgriCare Parallel von Anfang an haben könnten. Also AgriCare Parallel oder AgriCare Pro mit dem Erweiterungskit ist die Empfehlung zu effektiverem Vorgehen. Ganz kurz möchte ich auch an dieser Stelle noch etwas zur Entgiftung sagen und dabei meine ich die Entgiftung von Bakterien und Umweltgiften in unseren Körpern und auch von Zellbestandteilen der zerstörten Mikroorganismen. Unsere Empfehlung deckt sich mit der von Professor Dr. Karl Hecht. Wir empfehlen Naturzeolit und zwar Naturzeolit 10 Mikrometer. Naturzeolit 10 Mikrometer hat viele Vorteile, weswegen wir es empfehlen und weswegen wir es in unserem Shop anbieten. Es ist ein reines, hochwertiges Naturprodukt. Naturprodukt deswegen, weil hier nichts hinzugefügt wird und auch nichts weggenommen wird. Es ist also das natürliche Gestein, was schon Jahrmillionen Jahre vorhanden ist und jetzt genutzt werden kann. Ein patentiertes Vermahlungsverfahren garantiert die Partikelgröße von 10 Mikrometer und garantiert Ihnen somit, dass keine Kleinststäube auftreten und Sie schädigen könnten. Außerdem bietet die Partikelgröße von 10 Mikrometer eine sehr große Oberfläche, um die Schad- und Giftstoffe zu binden. Und ich gebe Ihnen hier noch die Anwendungsempfehlungen zum Herunterladen frei. Das mache ich jetzt. Das können Sie sich, wenn Sie möchten, auch gerne noch herunterladen. Ansonsten finden Sie sie wie immer auf unserer Seite ulrich-mtc.de/download. Und hier auf dieser Folie habe ich Ihnen den Link auch nochmal abgebildet. Hier geht es um die Randbedingungen, die zu optimieren sind, was unsere Erfahrungen darstellen. Und eine davon ist Nummer 3, die Entgiftung. Also haben Sie mit Naturzeolit und der Entgiftung mit Naturzeolit bereits eine Randbedingung erfüllt. Wie gesagt, Naturzeolit 10 Mikrometer ist unsere Empfehlung, weswegen wir sie auch in unserem Shop anbieten. Es ist dort erhältlich und in unserem Shop können Sie sich übrigens auch automatisch mit Naturzeolit 10 Mikrometer und auch den großen Haftelektroden versorgen lassen. Also wenn Sie ein Shop-Abonnement dort einrichten, dann müssen Sie nicht daran denken, es immer zu bestellen. Es kommt automatisch zu Ihnen. Aber natürlich geht auch die einmalige Bestellung. Das wählen Sie einfach bei Ihrer Bestellung bei uns im Shop entsprechend aus. Ich habe Ihnen hier unsere Kommunikationswege aufgeschrieben, wie Sie über welchen Kanal wann uns erreichen können. Und das sehen Sie hier mit dabei, weil wir hier immer oft gefragt werden, ist auch der Weg zur Wissensbasis AgriSmart. Bei AgriSmart geht es nicht nur um AgriCare, sondern um Wissen für ein Leben ohne Krankheit. Sehr interessant und wie immer von uns, es geht darum, Verfahren zu kennen, die einfach ein- und umsetzbar sind und mit keinem zu erwartenden schädigenden Nebenwirkungen. Der Vorteil, wenn Sie mit AgriCare vorgehen zur Eliminierung betreffender Mikroorganismen, ist ja auch hier, dass hier keine schädigenden Nebenwirkungen zu erwarten sind. Und das begeistert uns und Sie auch und das wissen wir, weil Sie AgriCare weiterempfehlen an Ihre Liebsten, Ihre Nächsten, denjenigen, denen Sie wünschen, dass Sie AgriCare zur Verbesserung Ihrer Lebensqualität einsetzen. Hierfür bedanken wir uns natürlich recht herzlich und zahlen Ihnen eine Tipprovision aus. Wie das geht, das können Sie dieser Folie hier entnehmen. Sie können auch natürlich bei uns nachfragen. Es sind keine komplizierten Vorgänge erforderlich, also hier trotzdem nochmal die Schritte,
die eventuell wichtig wären. Ja, vielen herzlichen Dank denjenigen, die bereits AgileCare weiterempfohlen haben und vielen herzlichen Dank auch Ihnen schon im Voraus für Ihre Empfehlung. Ich habe noch einen wichtigen Hinweis am Schluss. Am 6. Mai 2024, das ist wiederum ein Montag, findet kein Workshop statt hier. Das heißt, der nächste Workshop danach, also nach dem 6. Mai, bis dahin haben wir ja noch zweimal, wo wir uns auch immer wieder hier sehen, aber der nächste Workshop ist dann erst der 13. Mai, also der erste Workshop im Monat Mai ist dann findet am 13. Mai statt. Aber bis dahin, wie gesagt, haben wir noch April und da finden die Workshops regelmäßig statt. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich nun auf Ihre Chatfragen und diese zu beantworten. Lieben Dank nochmal an meine Eltern, dass ihr so lieb seid und dann die Beantwortung der Fragen schon einmal vorbereitet habt und wir sie hiermit gleich auch beantworten können gemeinsam.